Okay, jetzt hängen wir wieder hier rum. Jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal, kann ich? Ich muss doch jetzt hier wieder ganz runter die nächste Pyramide einsetzen, richtig? Warte mal, dann gehen wir mal da runter. Ich muss doch wieder in meine in Anführungsstrichen in meine Empfangshalle, damit ich da in die, damit sich mir die nächste Tür öffnet. Genau, das meinte ich. So, jetzt komm mal her. So, die haben wir jetzt. Da ist doch schon. Jetzt muss ich mal gucken. Hä, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Das muss doch da drauf. Ach so, manchmal ist es ein bisschen sperrig, der arme Kerl. So, das war ja von Kapitel 3. Ja, komm. Ich brauche eine Tür. Und? Oh. Was ist das? Ein optisches Gerät. Hat aber wohl erstmal nichts mit mir zu tun. Und jetzt? Damit auch nichts zu tun. Da muss ich doch mal darüber gehen wieder. Es hat sich doch jetzt keine Tür geöffnet für mich, richtig? Aber hier waren wir ja fertig. Nee, 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 hier sind wir falsch. Okay, ein optisches Gerät. Kann ich damit irgendwas tun? Sieht nicht so aus. Was? Ist damit was zu tun? Ah, okay. Muss ich das, genau, das Licht muss wahrscheinlich in bestimmtes, eine bestimmte, na, Bahn haben. Muss mal gucken. Wahrscheinlich müssen alle irgendwie. Aber ich kann nur die beiden inneren drehen. Da passiert jetzt hier erstmal gar nichts. So. Und dann. Irgendwie muss es ja gehen. Wahrscheinlich muss ich alle irgendwie in so einem, weil hier die äußere kann ich nicht drehen. Das kann es ja auch nicht sein. Das geht noch. Da kriege ich noch recht viel hin. Dann habe ich aber. Ah, das war der Trick. Jetzt bin ich gespannt, wo wir landen. Okay, dann gehen wir mal da rein. Ja, danke. Man bewegt sich doch schon ein klein bisschen mehr als in den anderen Teilen. Ist hier irgendwas? Was haben wir hier? Da liegt doch eine Rolle, guck mal. Wiederum eine bravourös bestandene Prüfung. Die Zeit, sie rückt nun wahrlich näher. Ich versprach dir Antworten, und Antworten sollst du erhalten. Einzigartig ist jede Seele, und auch die Falle, in die sie tappt. Ein Altar der Gewissheit, eine Schwarte voller Antworten. Eine Gruft des Schreckens. Für AS. Seine Büchse voller Dämonen. Voller Wissen, voller Macht, voller Ungeahntem. Doch alles bloß Lügen, doch alles bloß Köder, bloß Fallen. Wärest du gescheitert, wäre dies dein Heim gewesen. Doch wie üblich bist du auch hier entkommen. Kein Zweifel, du bist der, den ich suchte, der das Herz des Labyrinths finden wird.
Der, der aus diesem Reich entkommen wird. Der Meister. Hier kann ich schon. Das ist wahrscheinlich hier wieder mein. Das muss ich aber erst wieder ankriegen. Das wollte ich jetzt nicht nochmal gucken. So, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Was haben wir denn hier oben? Das ist wieder für das Licht nachher. Hier ist aber sonst gerade nichts, was ich anklicken kann. Dann gehen wir mal da rein. Da wird es wohl für uns weitergehen. Jetzt haben wir hier nämlich wieder diesen Stromkasten, wo ich mich durch die Gegend schieben muss. Wir haben so Plus. Das muss Minus, genau. Und von Minus. Moment, jetzt muss ich aufpassen. So. Das kann aber auch. Nee. Von Minus nach Minus. Nee, dann muss es doch hier unten weitergehen. Okay, so. Und dann. Moment, Minus und Plus. Plus und Minus. Ah ja. Es kann aber auch das gehen. Nee. Und dann das. Sehr gut. Wunderbar. Ich bin gespannt. Buskabel. Geht dahin. Das heißt, ich muss jetzt da den Schalter umlegen. Ach ja. Ein Weg, der sich uns offenbart. Was ist da im Baum? Ja, ich sehe, dass sich da was befindet. Aber ich komme noch nicht dran. Na gut, dann gehe ich jetzt mal hier dran. Guck mal, ob ich das mittlerweile. Ja, das ist jetzt. Nee, das ist noch nicht an. Moment. Ich muss ja wieder erstmal hier tätig werden. So, und dann? Das ist doch jetzt das Gerät und jetzt ist doch das Kabel an. Genau. Dann sollte das doch jetzt funktionieren hier. So. Jetzt bewegt sich das auch noch. Hä? Warte mal, ich kann. Wie? Irgendwie. So funktioniert das aber nicht. Moment, dann bin ich hier wohl noch nicht fertig. Ich muss jetzt noch mal gucken. Was haben wir denn noch hier? Da ist doch noch was. Ich könnte wohl auf die kleine Plattform passen. Irgendwas, ne? Sorry, ich habe ein bisschen genuschelt heute. Ja, ich will aber weiter gucken. Da ist auch noch was. Da müssen wir mal gleich gucken. Da war das in dem Baum. Was haben wir denn hier noch? Liebe Leute. Dieser Verschluss hält den Regler fest. Da haben wir wohl irgendwas übersehen. Eventuell. Nach Möglichkeit. Ist immer noch. Da ist was und ich. Was war denn hiermit eigentlich? Aha, ich hab's sogar schon. Sorry. Ich habe das noch nie so genau betrachtet. Dann konnte das ja nicht funktionieren. Sehr gut. Das passt jetzt schon mal.
Und jetzt? Ah, okay. Nur was soll's werden? Ich weiß ja nicht, was es sein soll. Ach so? Ich kann mir das umformen? Moment, ganz kurz, ich muss mal... Was soll ich denn damit tun? Wofür brauche ich es? Also das ist jetzt quasi, um eine Form zu machen. Aber brauche ich hier irgendwo eine Form? Wie kann das da denn? Dieser Verschluss hält den Regler. Okay, habe ich verstanden. So, was haben wir hier? Da fehlt auch was zum Kurbeln. Was ist denn das Kleine da unten? 7. August. Ein garstiges Dilemma bindet mein Schicksal. Ich brauche eine schillernde Seele, doch wenn sie so schillernd ist, wie ich sie brauche, dann vermag sie doch auch die Falle zu sehen. Es hängt alles am seidenen Faden. Sie sehnen sich nach dem Quell des Nullelements, genau wie ich. Ich spüre ihr Sehnen. Es macht sie blind für das, was sie erwartet. Mhm. Kann es denn sein, dass ich irgendwas brauche für hier? Nee, ne? Auch nicht. Welche Form brauche ich? Es leuchtet mir nicht ganz ein. Das haben wir gemacht. Hier ist nichts. Welche? Ist noch hier irgendwas? Brauche ich da eine bestimmte Form? Auch nicht. Aber was ist denn... Wieso? Ich kann... Das hier hat jetzt aktuell quasi überhaupt gar keine Funktion. Seht ihr auch so, ne? Muss ich noch mal gucken. Warum? Wieso? Ich kann es gar nicht aufhalten. Das Gerät auf dem Stativ im Raum neben dem Glashaus ist jetzt offen. Die Maschine darin wird sicher vom Oszilloskop daneben gesteuert. Ja, aber das kann, ich kann es doch gar nicht richtig steuern. Das habe ich doch gar nicht verstanden. Aber... Hä? Mir ist es irgendwie... Da hinten tut sich doch irgendwas. So. Jetzt. Aha, das baut sich langsam auf. Hinten im Hintergrund. Mhm. Aber es stimmt noch nicht ganz. Muss ich da mitgehen? Ah. Aha. Geht doch. Das war jetzt aber tricky. Meine Güte. Okay. Unser nächster Durchgang. Ist ja nicht so schön. Late. Mhm. Bin gespannt. Ach ja. Mhm. Da ist unsere nächste Rolle. Schauen wir mal. Dies ist die Geburtsstätte meiner Unternehmung.
Dies ist der Ort, an dem ich meine Werke erschuf, der Ort, an dem du in meine Fußstapfen treten wirst. Was du suchst, befindet sich in der Kiste auf dem Tisch. Es offenbart sich dir nur, wenn du zahlreiche Werkzeuge geweist hast. Die ersten Schlüssel musst du selbst anfertigen, doch der letzte liegt für dich bereit, der Meister. Was haben wir da? Objekt gefunden. Kann ich das öffnen? Ja. Einen Zünder. Okay, vielleicht brauchen wir mal. Hier kann ich, glaube ich, noch nichts machen. Hier kann ich erstmal nur gucken. Ja, da fehlt noch was. Okay. Dann kann ich mir wahrscheinlich diese Pyramide mal angucken. Da wird sich jetzt vermutlich noch nichts bewegen können. Aber wir sind ja hier deswegen in unserem neuen Raum. Da ist doch auch noch irgendwas. Das muss ich aufschließen können. Okay. Das ist dann erstmal da. Hier sind, da ist noch eine Tür. Hier sind Sachen auf dem Boden. Und da ist noch eine Tür. Was haben wir hier? Da tut sich gar nichts. Eine seltsame Metallplatte, genau. Und da ist nämlich da hinten auch noch eine. Die ist genauso seltsam wie die andere. Okay. Wir gucken mal hier, was uns hier erwartet. Wir brauchen ja hier bestimmt so ein... Was haben wir denn hier für euch? Kann ich da den Zunder reinlegen? Okay. Was macht es? Nichts macht es. Aha, hier muss ich dann die Schlüssel gießen. Was haben wir denn hier noch? Da kommt auch noch was rein. Mhm. Was steht denn hier? Da hängt ein Schlüssel. Aha. Wollen wir wissen, was da drin ist? Ernsthaft? Aber es hat das nur runtergelassen. Es macht aber nichts. Hm. Passt dieser kleine Schlüssel irgendwo? Ich gucke mal. Oh, der ist aber ganz klein. Hier unten ist, glaube ich, ein... Ah, guck mal an. Guck mal einer an. So. Aha. Was? Warte mal. Eins. Moment, ich muss erstmal kurz überlegen. Was können die da können? Nix, richtig? Also davon muss eins rüber und davon muss eins rüber. Und dann das. Moment. Wenn ich das rüberschicke, dann das. Das haut nicht hin. Okay, dann nochmal neu. Nochmal. Wenn ich das eins rüberschicke und das eins rüberschicke, dann das und dann das. Und dann? Was sagt es mir? Unten an der Eisenkiste sind mehrere Tasten. Wie gut, dass du das weißt. Aber ich habe den einen... Wie soll das gehen? Vielleicht muss ich sie einfach komplett tauschen.
Erst den, dann den. Jetzt macht's irgendwie Sinn. Ah, okay. Den erstmal. Der kommt nicht zurück. Okay, warte mal, nochmal neu. Erstmal den. Dann den. So, jetzt muss ich gucken. Den. So. Okay, nochmal. Okay, das ist jetzt wieder sowas. Einmal das. So. Der hat jetzt nur eins übersprungen. Wenn ich den jetzt drücke, überspringt der auch nur eins. Der überspringt aber zwei. Der auch. Also der überspringt nur eins. Der überspringt zwei. Der überspringt nur eins. Der überspringt zwei. So. Ja, ich muss mit denen. Also, der überspringt eins. Der 2. So. Okay, das haut wieder nicht hin. Warte mal, der überspringt 1. Der auch. So. Und jetzt? Jetzt sieht es doch schon besser aus. Okay. Jetzt haben wir ja schon mal irgendwas. So, ich habe eine Metallform gefunden. Das passt wahrscheinlich aber auch nirgendwo hier irgendwie. Hin. Oder kommt die da unten rein schon mal? Doch, tatsächlich. Die kommt da rein. Okay. Sehr gut. Okay. Kommt der Schlüssel? Vielleicht passt der hier unten? Nee, dafür ist er. Doch, der sah viel kleiner aus, als er ist. So, Metallstange. Kann ich das jetzt. Okay. Man muss ja hier auf alles achten. Hier passieren seltsame Dinge. Geht das Wasserrad? Weil wir müssen ja nachher diese Schlüssel gießen können. Das ist ja der Punkt, ne? Okay, der Hebel, der könnte, glaube ich, hier reinpassen. Denke ich. Das geht wieder hoch.
Ah. Ich verstehe. Ah, ich kann die auf die... Moment. So, jetzt mal runter, fällt er auf die Platte. Das hat nämlich was gemacht. Okay, super, weil wir haben ja noch so eine seltsame Platte. Jetzt muss ich mal gucken. Habe ich zwei Beutel? Nee. Muss ich wohl mal noch weiter gucken. Da habe ich ja auch. Da ist noch kein Feuer an, aber vielleicht muss ich hier einfach. Muss ich mal noch gucken. Hier ist ja auch noch was, was sich dreht. Da fehlt noch was. Dann habe ich auch noch das hier mit dem Roboterarm. Da muss auch noch was reingelegt werden. Aber der hat was in der Hand. Der hat was. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Die hält das fest. Okay. Wir gucken mal. Als ich den Sandsack auf eine Platte abgesehen habe, hat sich ein Riegel in dieser Holztür bewegt. Ich muss beide Riegel verschieben. Ja, das ist, das, wissen wir ja. Der ist jetzt offen. Frage ist, hier ist ja sonst nichts. Kann ich den Eimer nehmen? Warum? Wieso kann ich den so genau? An der Wand ist eine Art Mechanismus bei der Holztür. An der Wand. Schloss lösen und umlegen. Dann versuchen wir das doch. Geh mal hoch. Okay. Dann fahren Sie bitte dahin. Machen Sie bitte das. Genau. Jetzt gehen wir nämlich noch mal an die Tür und legen das um. Jetzt. Genau, super. Okay, dann gehst du wieder hoch, bitte, und kommst hier rüber und dann runter. Dann kriegen wir nämlich die Tür auf. Das dürfte jetzt ja. Genau. Dann lass uns da mal gucken gehen, was uns da erwartet. Es ist erstaunlich hell hier drin bei euch. Bin ich gar nicht gewohnt. Da liegt was. Ach, wie süß, eine Schachfigur. Und da bin ich auch noch eine am. Das Teil von der Maschine ist fixiert. Hier ist auch noch irgendwas. Dann gucken wir mal hier am Tisch. Da kann ich was sägen. Was haben wir hier? Okay, dann kann ich da hier durch. Gucken. Kann ich da was drehen? Geht das nur? Was haben wir denn hier? Ich bekomme das mit der Hand nicht auf. Ist hier sonst noch was?
Das kriege ich auch nicht gelöst. Was ist mit der Figur? Die hat doch da. Da ist ein Schlüssel. Die Figur ist ein Schlüssel. Die passt da irgendwo, glaube ich. Da muss die eine Figur schon mal rein. So, jetzt muss ich aber noch rauskriegen, wie ich die andere kriege. Da muss ich was zersägen. Holz kann ich aber nicht anfassen. Die Klappe an der Wand hat eine eigenartige Form, ob da wohl etwas Spezielles hindurch passt. Wieso hat denn die eine eigene? Aha, die ist da oben offen. Was Spezielles soll da durchpassen? Was Spezielles soll da durchpassen? Der Sack. Der Sack, der die Tür aufgemacht hat. Komm. Dann fahren wir den mal darüber. Entschuldigung. So. Da muss man erstmal drauf kommen. So. Muss ich jetzt mal gucken gehen. Ja, dann. Das war so geplant. Einen Metallbarren haben wir gefunden zum Schmelzen. Sehr gut. Okay. Das hier ist blockiert. Da passiert jetzt so nichts mehr. Dann gehen wir mal da hinten hin. Den müssen wir nämlich da irgendwo reinlegen. Davon gehe ich mal aus. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo. Ich kann mich auch mal hier umgucken. Aber hier ist erstmal. Ah, guck mal da unten. Aber wieso? Beide. Aber das haben wir ja eigentlich gelöst. Ich muss mir die Eisenkiste genauer anschauen. Vielleicht habe ich auf der Vorderseite etwas übersehen. Die Eisenkiste. Das wolltest du mir doch sagen, oder? Zündstein. Endlich. Dann gehen wir noch mal dahin. Einen Zündstein. Aber das hat doch jetzt nichts damit zu tun, oder? Da ist eine rechteckige Fassung, fehlt etwas. Wie kann ich jetzt da? Der passt ja nicht, jetzt passt ja nicht der Goldbarren dahin. Nein. Neben der Klappe am Schmiedeofen ist eine Metallscheibe. Neben der Klappe? Ist
bin ich ein bisschen verwirrt. So, das scheint. Treibt offenbar gegen das Objekt darüber. Hier kann ich den Schlüssel drehen. Die Metallscheibe reibt offenbar gegen das Objekt an der Fassung darüber. Ich glaube, der Zündständig passt in die Fassung über der Scheibe. Die Fassung über der Scheibe ist eine Fassung? Ach, das habe ich nicht gesehen. Aha. So. Das haben wir doch schon mal. Das ist ja schon mal gut. Okay. Gibt es diesen Schlüssel? Haben wir das mal abgecheckt? Sehe ich nämlich nicht. Weil oben das Symbol, dann das Dreieck und unten dann rund. Oder ist es... Nö. Dann schauen wir mal, ob wir da den richtigen einstellen können. So. Nee. Es dürfte das sein. Ich guck nochmal, dass das Richtige ist. Damit wir kein Material verschwenden. Es muss so rund sein. Es ist das. Okay. Nochmal zurück. Irgendwie dunkel hier bei mir, ne? So, dann ist es das nämlich. Okay, dann können wir jetzt bestimmt das darauf legen. Und jetzt muss ich nämlich hier pumpen. Ja. So. Jetzt habe ich nämlich erst einen Schlüssel gemacht, ne? So. Den habe ich jetzt gern. Das heißt, der müsste jetzt hier oben passen. Ach, da fehlt noch was. Blöd. Naja, okay. Den Anfang haben wir ja schon mal gemacht. Was muss ich jetzt noch hier? Ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch noch diese zweite Schachfigur benötige. Diese. Das Teil wird fixiert. Genau. So. Und das kann ich ja. So, ich kann mir das aber irgendwie angucken. Falls nötig, kann ich den Schlüssel mit dem Schmiedeofen umformen. Sehe ich nicht. Ich bin trotzdem der Meinung,
dass der obere Teil von dem Schlüssel richtig ist. Er ist halt noch nicht vollständig. Genau. Unten auf der Eisenküste ist ein Schlüsselloch, darunter befindet sich... Darunter befindet sich eine Art Symbol. Das heißt, wahrscheinlich muss ich mit dem anfangen. Dann... Warte mal, erstmal genau angucken. Oben die drei Zacken, dann dieser Null und das andere. Dann haben wir mit der falschen Reihenfolge angefangen. Tut mir leid. Dann machen wir es nochmal. Genau. Okay, wir haben die, das und das. Okay, dann müssen wir es halt in der Reihenfolge machen, wie es das Spiel gerne hätte. Der Wille war da. Okay, so. Also heute klappt es mit meiner Maus wesentlich besser. Vielleicht war das letztes Mal auch einfach ein Anwenderfehler. Meistens sitzt das Problem ja vor dem Bildschirm. So, dann nehme ich jetzt mal den Schlüssel. Haben wir jetzt einen neuen gemacht. Vielleicht kommen wir damit dann besser voran, weil ich nicht die richtige Reihenfolge eingehalten habe. Sehr gut. Ich bin begeistert. Er gibt mir auch netterweise den Schlüssel wieder. Was soll das denn sein? Was macht es? Was macht es denn? Ach, da ist ja was aufgegangen. So, ein kleines Verbindungsstück. Ach so, was ist, wenn es rechts rüber geht? Da geht nämlich da hinten was auf. So. Da muss ich mir nämlich jetzt das da auch mit einbauen. So, was haben wir hier noch? Was ist das jetzt? Das könnte hier vorne passen bei meinem Dings hier. Ein kleines Verbindungsstück. Nee. Okay. Dann gehen wir mal nochmal hierhin zurück, damit wir das andere da einbauen können. So. Damit wir hier auch unseren anderen Schlüssel bauen können. Okay. So. Jetzt packe ich den wieder da rein. Schublade zu. Und auf. Gib's eben. So. Wenn wir immer umschmelzen können, ist das ja praktisch. Ich habe schon Angst gehabt, uns würde zwischendurch das Gold ausgehen. Aber das scheint ja hinzuhauen. So, jetzt kriege ich da diesen anderen Schlüssel. Okay. Ach, das Wasser. Gut. Dann drehen wir uns wieder um. Na, gucken wir mal, dass ich diesmal besser hinkriege mit dem oberen Teil. Es fehlt immer noch was, ich werde verrückt. Ich habe aber jetzt den richtigen Schlüssel. Da kann ich auch nichts machen. Da fehlt immer noch die Schachfigur. Aha, hier kann ich aber was. Moment. Mhm. Was
muss auf jeden Fall. Okay. Kann ich ja mal probieren. Kann ich das darüber schieben? Aktuell noch nicht. Muss ich das anziehen? Nee. Warte mal. Eine Plattform ist aus der Eisenkiste aufgetaucht. Ich glaube, ich kann die einzelnen Platten schieben. Genau, das machen wir ja gerade. Wir versuchen nur gerade zurechtzukommen. Weil hier vorne kann ich doch gar nichts machen, richtig? Ja. Mal überlegen. Weil ich kann ja... Nee. Ich glaube, ich muss die einzelnen Platten so anordnen, dass sich beide Formteile genau vor der entsprechenden Aussparung befinden. Genau. So. Das wäre das. Und dann kann ich die einmal rumschieben. Könnte das gehen? Nee, das geht auch nicht. Jetzt könnte es gehen. Aber nicht so rum. So rum. So, wenn ich das jetzt so durchschiebe, dann haben wir das. Und das muss direkt hinter dem sein. So könnte es doch jetzt gehen, oder? Das müsste doch hinhauen. Ja, okay. Hat einen Moment gedauert. Und da ist mein nächstes Verbindungsstück. Okay, sehr gut. So, dann gucken wir mal. Das kommt dahin. So. Ah ja, da setze ich jetzt das nächste in Gang, in dem anderen Raum wahrscheinlich, oder? Das müsste jetzt da ja dann hier sein. Ja. Da dreht sich jetzt was und es dreht sich auch hier unten weiter. Hier habe ich... So, jetzt ist die Frage, was ist denn hier? Oh! Okay. Wo fehlt das?
Das fehlt nicht. Hier irgendwo. Sieht nicht so aus. Wo könnte das fehlen? Hier unten vielleicht irgendwo? Eigentlich ja nicht. Dieses große Zahnrad. Das haben wir. Was kann ich... Wo könnte das drauf passen? Ich denke schon, dass das hier drin irgendwo... Das kommt doch da drauf. Nee. Ich glaube, das Wasserrad treibt die Säge an. Treibt es vielleicht noch was an? Aber was ist das? Da unten fehlt es. Muss man wissen. Okay, so, jetzt da unten liegt was. Komm, gib's mir bitte. Danke. So, jetzt brauche ich nämlich den Riemen für diese Schachfigur. Weil... Genau. Sehr gut. Wunderbar. Dann haben wir das auch. Okay. Eieiei. Ja. Dann setzen wir mal den Turm ein. So. Yay. So. Okay. Wie witzig. Was hat's jetzt gebracht? Okay. Oh. Huh? Muss ich die justieren? Aha, die müssen da drauf passen. Einmal. So, und das Runde muss da unten hin. Das war... Genau. Das hat doch jetzt gepasst. Das war jetzt wofür genau? Das nächste Schlüsselloch und den Schlüssel haben wir natürlich nicht. Den müssen wir dann wieder umschmelzen. Aber nur die oberen beiden. Wir müssen da zwei Stimmgabeln draus machen, sage ich mal. Dann kann man sich das aber ganz gut merken. Also ohne Reihenfolge geht hier gar nichts. Wer sich nicht dran hält, hat Pech gehabt. Aber okay, das... nee, das war das Richtige. Genau. Dann kommen wir hier. So. So, dann haben wir das nächste Schloss eigentlich geknackt. Müsste funktionieren. Schlüssel umschmelzen können wir. Ich muss ihm nachher erstmal neues Wasser hinstellen, wahrscheinlich. So oft wie ich da rein Schlüssel reinschmeiße. So, dann schauen wir jetzt mal. Ich hätte auch wissen können, dass man sich von oben nach unten vorarbeitet. So.
Okay. So, was machen? Ich muss erstmal gucken. Da ist der Stein, da ist der Stein. Ich muss erstmal gucken hier. Ich muss wahrscheinlich, genau, die richtige Position erwischen. Genau. So. Ja. Okay, dann habe ich es verstanden. Der blaue, der braucht jetzt nur gedreht werden. Dauert einen Moment, hat ein bisschen Reaktionsverzögerung. Jetzt muss ich noch gucken, wo das gelbe ist. Das ist, glaube ich. Da. Sie geht doch. Und? Ist doch richtig. Ah, ich muss eventuell draufdrücken, okay. So. Ach, das ist für hier oben. Weißt du, da oben einsetzen? Na gut, dann machen wir uns jetzt wieder den anderen Schlüssel. Wir haben ja jetzt ein bisschen Übung. Okay, so. Erstmal kurz umstellen. So. Und dann schmelzen wir es wieder ein. Blaseball kann ich. 1, 2, 3, 4. So. Dann haben wir die Pyramide. Blablabla. Großbuchstaben nach vorne. Auch gleich gelöst. Vielen Dank. Den nehmen wir. Ich finde das so witzig, wie das Wasser so sich bewegt. Sehr witzig so. Ja. Okay, dann können wir nämlich jetzt den oberen Teil der Pyramide öffnen. Ach, manchmal. Jetzt bin ich gespannt. Wow. Okay. Ich muss jetzt erstmal gucken. Damit rollt sich's rund. Ich versuch's jetzt einfach mal. Aha. Wahrscheinlich müssen die alle da unten rein. Nur ich erstmal. Genau. Okay, damit gehen beide. Damit geht nur einer. Damit gehen die inneren. Damit geht. Nur der äußere, damit gehen die beiden. So, damit geht. Okay, ich muss in die andere. Ich muss einmal rund. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Damit gehen die. Der äußere, den kann ich doch eigentlich komplett schon mitnehmen. So. Und hier? Okay, das heißt, die beiden muss ich mitnehmen. Moment mal.
So, jetzt kann ich den wieder da rumschicken. So, weil das sind ja die drei, die ich jetzt nicht möchte. Okay, die bewegen sich dann unterschiedlich. Treffen sich aber wieder da. So. Jetzt muss ich nochmal gucken. Was macht das? Okay. Jetzt habe ich ja... Jetzt sollte das doch funktionieren. So. Sehr gut. Okay. Und jetzt? Jetzt müsste doch das letzte Teil für mich kommen. So. Weil ich muss ja noch diesen Roboter zusammenbauen. Der hat ja noch was in der Hand. Okay, so. Irgendwas muss ja jetzt noch passieren. Ach ja. So, das heißt, kann ich jetzt hier oben noch irgendwas wegnehmen? Weil ich dachte, das sieht so aus, als würde das in den Roboter passen, aber ich... Ich kann das wohl nicht mitnehmen, sondern ich muss erst durch die Tür da hinten. Dann schauen wir mal. Lass mich mal gucken, was hier so los ist. Mhm. Ein Holzstück. Was haben wir hier? Der Griff ist abgebrochen. Die Fassung ist zu klein. Kann ich das aufheben? Aber es ist abgebrochen. Mhm. Da unten liegt noch mehr rum. Zerbrochenes Holzstück. Ich kann mir aber im Zweifel ja einen Griff drechseln, oder? Was ist das? Ach, das war das Zahnrad. So, jetzt kann ich doch hier... Wenn ich da das Holzstück hinpacke. Ach so, weißt du was? Wenn es dir zu lang ist... Dankeschön. Gut, sehr gut. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Zum Glück macht es das von alleine. Dann habe ich wieder einen Griff. Denke ich. So, genau, das gedrechselte Holzstück, das sollte doch jetzt dann schon wieder reichen, dass ich hier rausgehe, um dann hier zu gucken, um das wieder anzubauen. Hoffentlich. Ja. Jetzt. Warte mal. Genau, da muss ich nämlich jetzt... Ah, okay, die richtigen Symbole einstellen. So, ich muss mir gerade die Symbole... Die habe ich mir jetzt natürlich nicht gemerkt. An dem Roboter muss ich nochmal gucken. Einen Moment bitte. Mhm. So, wir gucken.
Also. So, wir haben einmal dieses durchgestrichene Dreieck, dann irgendwie das verkehrt rum Deutsche Bank-Logo. Keine Werbung. Und diese zwei Pfeile. Genau, so. Ist ja nur zum Merken. Man will ja sich es ja einfacher machen. So, komm. Ja, so. Vielen Dank. Also das, das und das. Genau. Yay, die Steuerwelle. Die hat gefehlt. Das ist echt cool. Macht total Spaß. Und Konfusius, ich brauche gar nicht mehr so oft die Hinweise. So, wir gucken. Dann hauen wir die Steuerwelle da rein. Da ist doch. Ah, ich muss mal nach den einzelnen Fingern gucken. Das ist ja witzig. So, wir haben einen seltsamen Schlüssel gefunden. Das war jetzt eklig. Okay. Ich weiß noch nicht ganz, wo das hin muss. Wir schauen mal, ob wir hier noch ein Schloss... Da ist doch noch ein Schlüsselloch, oder? Kann ich das? Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Da ist doch noch was drin. Aha. Und jetzt? Jetzt habe ich was gemacht. Vielleicht müssen die alle nach oben. Aber das geht nicht. So. Ein seltsamer Zylinder ragt aus dem Würfel an der Oberseite der Eisenkiste. Das war jetzt schon irgendwie seltsam. Okay. Es hat ja keiner gesagt, dass es jetzt so einfach wäre. Okay, ist ein Allrounder. Na dann. Ja! Ja! Ach ja. Oh. Ups. Jetzt bin ich wieder hier. Du hast dir ein Lob verdient. Du hast die sinistre Apparatur der Schmiede mit Bravour bestanden. Mögen dich die Splitter in deinen Fingern daran erinnern, wie weit du bereits gekommen bist. Sehr gut. Ja, 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 ja. Okay, Lieben. Und hier machen wir nächstes Mal weiter. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.